Und wie ich finde, no offense, aber für mich das bessere Match von den beiden am heutigen Abend, auch wenn Mousebots gegen LDLC sicherlich kein schlechtes war. Die erste Map vielleicht ein bisschen unspannend, aber die zweite Map, Mirage, hat dann gezeigt, wie eng es dann zugehen kann. Und wie spannend so ein Counter-Strike-Match sein kann. Aber ich denke, Titan und Fnatic. Wenn Titan in Topform ist, dann sind es zwei Teams auf absoluter Augenhöhe. Fnatic ja aktuell für mich das Team, was man ganz, ganz oben ansetzen muss. Für mich das Team, was aktuell am konstantesten spielt. Und für mich am konstantesten auf einem hohen Niveau spielt. Gewinnen viele, viele Matches. Haben wenig Aussetzer. Machen auch wenig, verhältnismäßig wenig Fehler. Ja, und Titan, da hat man auch gesehen, die können sicherlich nach oben ausreißen. Aber es gibt auch wieder diese Ausreißer nach unten. Das ist halt genau das Problem. Aber das Team besteht natürlich noch nicht so lange. Und da wird es auf jeden Fall, bleibt es abzuwarten, wie sich das Team entwickelt. Ich denke, da kann was ganz, ganz Großes draus werden. Jetzt warten wir hier noch, bis Pronax seinen Ping gefixt hat. Pronax noch nicht zurück. Ja, Mirage, wie eben zu sehen, Mousebots hat das gut gespielt. Genauso auch wie LDLC. Schön Mitte mal eingenommen. Da viel Infos sammeln können und dann gesplittet. Eventuell sogar über die drei Seiten. Oder tatsächlich über B gegangen. Oder ab und zu auch mal hier in den Döner rein oder hier über den Döner rein. Und da für Verwirrung zu sorgen. Jetzt waren wir immer noch. Kommt zumindest wieder das MTS. Sollte gleich wieder da sein. Titan ist ready. Aufbau bei Fnatic als T direkt Richtung A. Da stehen Existence, Kenny S und Apex. Und Flasher mit dem First Pick gegen Existence. Olofmeister gegen Apex. Erfolgreich, schöner Headshot von Kenny S. Dann durch die Smoke gute Hits. Kali, der relativ schnell an der CD-Base ist, macht zwei schöne Gesichter. Und dann nimmt er auch noch Flasche aus dem Spiel. Und Pronax alleine mit 2 AP. Bombe ist zwar gelegt, aber Runde geht an Titan. Kelly, der hier über die CD-Base die Runde entscheidet mit den beiden ersten Headshots und dann den dritten noch hinterher haut. Runde Nummer 1 für die Franzosen. Und Vorteil zunächst auf der CT-Seite.
Monax First Pick gegen Kali. Aber Maniac, super Laufweg. Schön von hinten, macht ein, macht zwei. Olaf Meister mit dem Refract dann. 3 gegen 3 Situation. Bombe wiedergelegt. Apex kann Olaf da rausnehmen. Grims und Pronax, aber erfolgreich. Und jetzt ist es so eine Existenz und Pronax holt die Eco für Fnatic. Und das ist gut gespielt. Da macht man den First Pick und trotz Maniacs guten Laufweg, dass er hier von hinten und dann direkt die beiden Picks hintereinander setzt. Bombe kann gelegt werden, die Shots sitzen und Fnatic holt Runde Nummer 2. Und der Vorteil ist jetzt wieder auf Seiten der Schweden. Und habe ich das jetzt richtig gesehen? JW hat tatsächlich den Charlie abgemacht. Das habe ich bislang bei fast noch keinem Spieler gesehen. Aber er macht das, der spielt es wirklich so. Relativ ungewöhnlich. Kali, oh Maniac, beide erfolgreich. Crimson und Refrag gegen Kali. Jetzt den schönen Headshot, Kenny, er ist auch erfolgreich und jetzt ist es nur noch Crims gegen 3, Crims gegen die, ja, gegen die Eco, naja, so eine halbe Eco, so ein Force Buy wie immer, diese Very Games Eco und Maniac setzt den Shot und Eco folgt auf Eco, 2:1 für Titan. Und wieder relativ fix Richtung B unterwegs. Maniac und Kali. Maniac aber diesmal einmal. Refrag vom Flasher. Olaf gegen Kali erfolgreich. Olaf fällt dann gegen Existence an kurz. Existence das zweite Mal. Kenny S. Und jetzt ist es JW. JW alleine ohne Existence mit einem schönen Headshot mit der Deagle. 3:1 Zeiten. Aber wieder eine gute Eco von Fnatic. Die können jetzt auch wieder kaufen. Maniac, die Nate sitzt einigermaßen Flasher mit dem First Pick gegen Existence in der Mitte. Bims. Ebenfalls erfolgreich gegen Apex. Kenny S noch, aber direkt der Refrag von JW. Maniac und Kali noch. Kali einmal und dann wieder JW. Maniac noch gegen 2 gegen Pronax und eben JW. JW mit der AWP weiterhin. Aimt ihn ab, verschießt aber. Maniac zieht rum und setzt den Headshot und läuft dann direkt in Pronax Arme. 3:2, Fnatic verkürzt. Zweite Runde. Steht gegen Apex. Oh, schöner One-Click da von Crims gegen Kurz. Maniac erfolgreich gegen JW mit der Scout. Existence in der Mitte kriegt der Besuch von Flasher. Maniac und Kenny S. Drei gegen drei Situation. Crims hat Glück gehabt, dass Existence in der Mitte den Döner nicht einfach rausgeht. Maniac schnell damit der Scout über CT-Base. Abgesmoked, Bombe kann gelegt werden. Crims gegen Existence. Existence macht den Frag mit der Deagle.
2-gegen-3 Situation. Flasher mit einer sehr, sehr schönen Posi da close gegen Maniac. Oh, aber Kenny S steht. Olaf gegen 3. Olaf gegen Existence. Kenny und Maniac. Oh, und Existence setzt das Gesicht gegen Olaf in der Action. Runde Nummer 4 für die Franzosen. Maniac zweimal, das dritte Mal Maniac, schönes Spraydown gegen Flasher jetzt auch noch mit der Pizza 50 und Crims als Last Man noch im B-Haus und Titan holt Runde Nummer 5, Fnatic verliert die Eco, aber nicht allzu schlimm, nicht allzu tragisch, man kann kaufen, mal sehen, wo lang es jetzt geht. JW gegen Existence über den Döner. Wäre jetzt komplett offen gelassen von Titan. Maniac verschiebt mich auch. JW gegen Apex. Oh, JW springt eine Molly und springt in die Arme von Maniac. Und Maniac aber jetzt direkt ins Visier von Flasher. Kenny S und Kali noch. Kali veraimt. Kenny S allein an der CT-Base. Das kann er im Normalfall nicht machen, oder? Einmal gegen Crims. Wolof Meister eine sehr, sehr gute Posi. Für eine deutliche Vorteilsposi gegen die AWP im Normalfall. Diesmal 5 zu 3. Fnatic holt Runde Nummer 3 als T. Ja, und wie schon gesagt, Mirage eher so eine 8-7-9-6 Map als CT. Aber wir haben auch gesehen, dass man 8-9 Runden als T holen kann. Gegen Kenny. Olaf gegen Kenny. Setzt den Headshot. Auf den zweiten Frag. Maniac und Kelly erfolgreich, aber Pronax mit dem Refrag. 2 gegen 2 Situation. Olaf nur mal mit 4 HP. Aber beide Titan-Spieler bekannt in der CT-Base. Der Laufweg von Olaf Meister. Über B Richtung Küche, wahrscheinlich dann Richtung CT-Base. Kommt aber Existence ins Spiel. Boah, der hört ihn aber nicht. Der hört ihn immer noch nicht. Existence fällt. Und jetzt ist es Kali. Kali gegen Olaf Meister. Und Olaf Meister steht. Setzt den Headshot mit der AWP. 4 zu 5 aus Sicht von Fnatic. Oh, meine Stimme.
So, Eco bei Titan. A-orientiert. Kali jetzt bekannt im Döner. 2 HP. Und er bleibt da ganz cool, das juckt ihn überhaupt nicht. Und jetzt geht's Richtung A. Maniac. Maniac mit dem ersten Headshot. Maniac wird dann gerefrackt. Kali gefallen im Döner. Und jetzt nur noch die beiden Hausspieler. Das sind Apex. Und der letzte, Kenny S, kann zumindest noch Pronax rausnehmen, aber Crims mit dem Refrag. 5. Runde für Fnatic, Ausgleich. Und Fnatic spielt das sehr, sehr souverän runter. Kenny gleich gegen Olaf im Haus. Ah, und Kenny steht. Richtung B contacted. Kali hatte den nicht gesehen. Maniac gegen Pronax. Crimson im Refrag. Aber Kali, gute Pose. Kann die Bombe ansagen. Flasher. Flasher und JW. Oh, Flasher schön gespielt. Und jetzt ist es JW. JW, aber verschießt gegen Apex an kurz. Und der hat dann keine Probleme, ihn rauszunehmen. Erneute Führung für die Franzosen. W gegen Maniac. Dem bleibt doch nichts anderes übrig, gerade als ein Lachsmiley zu schicken. Oder wie Sheldon Cooper sagen würde, Doppelpunkt, große D. Das ist ein bisschen anders, aber jeder weiß, was gemeint ist. Pronax gegen Kenny S. B-Spot ist jetzt clear. Max. Gegen Existence Kelly jetzt alleine gegen 3 und Fnatic spielt das wieder gut. Der D-Contact hat funktioniert. Olof macht den letzten erneuten Ausgleich. Offener Schlagabtausch hier auf DE Mirage. Warum geht das der schwarze Balken nicht weg? Da ist er weg. Was aber nicht unbedingt was heißt. JW wieder geboostet im Döner. Und der Boost geht doch auf und macht den ersten. Und Flasher hilft ihm dann mit Kenny S. Apex wird abgeaimt von Olof Meister, Maniac und Kali noch. Kali, keine Chance. Und Last Man Standing. Maniac gegen 5. Flawless Round. Eventuell hier für die Schweden, die eine sehr, sehr gute T-Hälfte bislang spielen.
Ein offener Schlagabtausch, wie ich bereits gesagt habe, aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Fnatic, ein sehr, sehr starkes CT-Team ebenfalls. JW jetzt. Ne, Flasher war's. Ne, es war JW, aber Flasher hilft ihm. Holt den Frag. 7 zu 6. Führung wieder für die Schweden. Wo habe ich denn drauf gedrückt? Situation. Zwei Mann, trotzdem geht's Richtung B. Maniac. Nochmal ein Maniac gegen Crims. Und Flasher holt ihn dann letztendlich. Trotzdem ein Mann Überzahlsituation. Aber die Runde ist machbar für Flasher und Pronax. Aber Apex steht. Und Pronax jetzt. Gegen drei. Muss jetzt den Frag irgendwie erzwingen. Hat dann unglückliches Timing gegen Apex und setzt den Frag trotzdem. Jetzt kann er zumindest die Bombe legen. Legt sie nur an. Oh, Pech gegen Existence, dass der Headshot dann nicht fällt. Hat Apex, hat Kali jetzt auch gesehen und Pronax jetzt gegen Existence. Existence 15 AP, die Bombe kann er jetzt durchlegen. Weiß, dass Existence an kurz ist und schon einige Hits kassiert hat. Und Pronax holt er hier das 1-on-3. Holt er hier das 1-on-3 oder kann Existence die Runde doch nochmal umreißen für Titan? Oh, mit X-Ray ist es manchmal so leicht. Es ist manchmal so leicht und ersetzt er den Headshot gegen Existence und holt Runde Nummer 8. Pronax mit einer überragenden Runde hier. Sehr, sehr schön gespielt von ihm. Und damit zwei Runden Führung für die Schweden und Titan mit einem Force-Buy in der letzten Runde. Kriegt dann einen Hit, 11 AP bei ihm. Oh, Olof. Erst Aiming-Probleme, dann sitzt der Headshot. Pronax in den Döner geboostet. Yes. Und Pronax beide. Pronax sieht nochmal rum. Der ist richtig on fire, der Junge. Kenny S. jetzt. Ist auch bekannt im Haus. 21 AP. Und das wird Runde Nummer 9 sein für Fnatic. 9 zu 6 als T. Das ist schon eine beachtliche Nummer. Und wenn man überlegt, dass Fnatic sich Cash ausgesucht hat und die Map gerade von Titan ist. Ja, dann gute Nacht auf DE Cash, Titan. Würde man im Normalfall sagen. Aber jede Map hat immer wieder 16 Runden, die gewonnen werden müssen, Minimum. Und deswegen gespielt werden müssen. So, 16 Runden müssen natürlich gewonnen werden. Aber auch hier ist so die Messe noch lange nicht gelesen. Wenn Titan gut auf die T-Seite klarkommt, gut in die T-Seite startet, dann ist hier alles möglich. Und Titan orientiert sich Richtung B mit der Bombe und Richtung Mitte mit 2. Eventuell dann Mitte verzögert eingenommen. Schöner Headshot von Flasher gegen Kenny S. Schön gespielt von ihm. Crims kriegt er jetzt Probleme on-site. Wird supported von Flasher. Der kann JW ebenfalls erfolgreich gegen Maniac. Schöner Shot von Flasher. Und JW zum Schluss gegen Apex noch. Runde Nummer 10. Und die, ich glaube, erneute First Round. Nein, nicht die erneute First Round. Erste hat Titan geholt. Dann kam die Eco von Fnatic. Titan
Allerdings jetzt nicht mit einer Very Games Echo, oder? Nein, keine Very Games Echo. Wobei sie schon ziemlich runtergekauft haben, aber nur einmal Kevlar bei Apex. Trotzdem kann so eine Runde wieder gefährlich werden. Flascher nochmal. Souveräne Anti-Eco. Nur JW, der fällt. 11 zu 6. Und das sieht aktuell schlecht aus für Titan. Die müssen jetzt nochmal in die Eco. Da steht es vermutlich 12 zu 6. First Pick gegen Apex von JW. Bombe allerdings Richtung B orientiert. Pronax und Flasher sind da. Ah, Pronax, der ist einfach... Da ist kein Weg dran vorbei an ihm heute. Auf Mirage. JW gegen Kenny S. Existence noch. Und letzter jetzt, Kali. Gegen The Floor of the Strand. Von Fnatic. Erste Equip Round für die Franzosen auf der T-Seite. Mal schauen, wo sie sich hin orientieren werden. Bombe lassen sie erstmal vorsichtshalber am T-Spawn. Keine AWP. Kein Kenny S, der mit der AWP spielt. Das habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen bei Titan, wo Kenny S dann keine AWP als T gespielt hat. Und das war auf Inferno so. Und da haben sie nicht wirklich überzeugt gespielt. Und dann hat ein Kenny S die AWP in die Hand genommen. Und dann hat er mal so eine Runde entschieden. Also ein Kenny S mit der AWP. Ja, das ist so, als ob du einen Cristiano Ronaldo oder einen Lionel Messi in deinem Team hast. Und Olof Klaus mit seiner P90, mit seiner Pro 90 Asimov. Einen. Macht er. Macht er den zweiten. Nein, Kenny S nur auf 3 HP runtergeschossen. Aber JW steht gegen Existence. Trotzdem gelegt. Die Nates sitzen gegen Maniac. Kenny S im Get Right mit 3 HP. Das wird da eigentlich, da darf da eigentlich gar keiner mehr machen. Jetzt kann eigentlich durchdiffused werden. Jetzt wird durchdiffused. Und Kali geht die AK safen. Runde Nummer 13 für Fnatic. Ja, und man kann trotzdem kaufen bei Titan. Sitzt gegen Apex. Oh, aber der Shot sitzt auch gegen JW. Mit freundlichen Grüßen von Apex. Gegen eben Kenny S. Existence kommt jetzt und wird auch geholt von Crimson. Crimson kommt gerade eben so weg, wollte ich sagen, kommt er nicht. Aber Flasher mit dem Refrag. Maniac und Kali noch am Start. Maniac fällt gegen Flasher. Kali ist bekannt auf dem A-Spot. Und das wird Runde Nummer 14 für Fnatic, die gerade absolut alles richtig machen. Unglaublich gut spielen.
Ja, keine Chance hier für Zeiten aktuell. JW. Rex, aber Flasher ist halt sofort da mit dem Refrag. Kali kann die 3 gegen 3 Situation zwar herstellen und kann jetzt sogar die Überzahlsituation herstellen, aber es ist immer noch ein Flasher da. Oh, aber der kassiert sofort den Headshot. Bronax jetzt noch. Bronax gegen 3, aber das hatten wir ja schon mal. Oh ja, Kali auf jeden Fall bekannt. Und Bronax kommt in den Döner. Und kriegt die erste Chance gegen Existence. Die nutzt er. Jetzt gegen Kali. Aber da steht er. Runde Nummer 7. Erste T-Runde für Titan. Aber Fnatic steht ultra gut. 12.000, 13.000 bei Flasher und Pronax. Hier der First Pick auf Seiten von Titan. Und der W steht dann aber gegen Kali. Oh, und zieht einfach rum und gibt ins Gesicht gegen Apex. Olaf Meister in der Mitte schon offensiv und Existence ist der Letzte. Gegen 3 jetzt, kann den ersten rausnehmen. Oh, und kann auch Flasche auf 17 AP runterschießen, aber da ist schon Pronax, der zur Unterstützung kommt. Aber 15 AP bei Existence, wenn er die Runde holt. Ja, dann weiß ich auch nicht. Fnatic steht dafür einfach viel zu gut. Und das Gute bei Fnatic ist, man kann nicht wirklich irgendwen rausnehmen oder hervorheben. Die spielen alle auf einem unglaublich hohen Niveau. Die sind alle von den Frags her ähnlich stark dabei gerade. Und alle haben ihre speziellen Runden dabei und alle, ja, das ist dann einfach auch vielleicht der Unterschied zu dem einen oder anderen Team und zu dem einen oder anderen Spieler. Jetzt in der letzten Runde der Force-Buy. In der vermutlich letzten Runde geht's Richtung A. Crims. Kann den ersten machen. So, Flasher kriegt jetzt gegen Maniac das Duell. Der ist jetzt bekannt. Kenny S kann Crims umlaufen. Überzahlsituation und Bombe ist gelegt. Boah, schöner Reflexer von Pronax. Wird dann aber rausgenommen von Kenny S. Zweimal Überzahlsituation. Einmal Überzahlsituation, sorry. Olaf Meister und JW. Existence in der Action. Der verliert das Duell gegen Olaf Meister. Olaf Meister holt dann auch noch Kali mit der Pistol. Und jetzt ist es nur noch Kenny S. Kenny S. Kenny S ist bekannt. Kenny S ist bekannt. Setzt den ersten Headshot und dann setzt er auch noch den zweiten Shot. JW mit der AWP. Und jetzt wird er geknifft. Und er wird geknifft von Kenny S. Geht da selbst aufs Knife, aber Kenny S steht, holt die Runde Nummer 8 für Titan und die zweite auf der T-Seite. 8 zu 15 aus Sicht der Franzosen und ja, ein Force-Buy, mehr oder weniger zwei Famas auf Seiten der Schweden. Kenny S. Hey, und Flasher, der wird da komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Pronax wird auch rausgenommen von Apex.
bekommt wie immer alle Infos zu allen Turnieren, auch zur Fragbite Master Season 3, zu allen Spielerwechseln und alles andere, was wichtig ist in der CSGO-Szene, findet ihr natürlich auf 99 Damage. Natürlich viele, viele Coverages über die großen Turniere. Und wer es vielleicht noch nicht gelesen hat, es gibt demnächst von Virtus Pro ein schönes Turnier für die Staff-Mitglieder und da wurden wir auch eingeladen von 99 Damage. Also schöne Sache für die Leute, die sich täglich ja, den Hintern aufreißen, damit man immer neue News hat, damit die Ergebnisse immer aktuell sind und. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und Maniac beendet hier Runde Nummer 9 für Titan. Diesmal eine Full Eco bei den Schweden. Und Titan kann zumindest das Ganze schon mal zweistellig hier gestalten. Und natürlich zu dem Event auch. Da gab es eine große News. Das ist, glaube ich, im November geplant. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Erstmal bleiben wir hier bei dem Match. Soweit ich weiß, werden wir dann trotz alledem auch dieses Turnier just for fun casten. Zumindest ist das der Plan. Jetzt geht's Richtung A. Da ist dann halt nur Olof. Und der B-Stack von Fnatic geht nicht auf. Bombe kann jetzt gelegt werden. Und das ist dann easy. Crimson nochmal kurz den Monitor ausgemacht. Der Shot sitzt dann. Ja. GG. 15-10. Ah, mega lag wieder. Und Titan kommt langsam aber sicher wieder dran. Gegen JW mit dem First Pick. Das AWP-Duell für sich entschieden. Olof Meister zweimal gegen Apex und Existence. Pronax jetzt im B-Haus. Setzt den Shot gegen Maniac. Kenny S und Kali sind's noch gegen 4. Kali gegen Crimson.